Willkommen Leute, zurück zu Let's Play Super Mario Maker User Level. Und hier ist das zweite Level von Manoli. Ich muss sagen, ich habe dieses Level schon mal probiert und bin dann umgefällt. Deswegen, ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe. Falls nicht, dann muss ich mich irgendwann wohl nochmal daran versuchen. Okay, an der Stelle bin ich damals auch schon Ewigkeiten stecken geblieben. Aber letztendlich lag es... Ja, was mache ich denn? Lag es letztendlich nicht an dem Level, dass es nicht funktioniert hat, sondern an dem Spiel. Warum? Das werde ich euch dann zeigen, wenn ich soweit bin. Das war ein bisschen dumm einfach. Okay. Jetzt kommt das Ding auch noch daher. Also das hier ist schon mal sehr clever gebaut, muss man sagen. Ist auch eine gute Challenge. Ja, Mario, noch zu Hause? Noch da? Lebst du noch? Oder was war das für ein Sprung? Ja, genau. Und jetzt da rutscht er da rein. Ja, good luck, das werde ich behaupten. Okay, hier können wir einmal kurz warten. Und dann laufen wir am besten gleich los, wenn die Hoten das gefeuert haben. Aber wir sind jetzt hier durch. Gut, wir haben die erste Challenge schon mal geschafft. So, hier müssen wir jetzt die Feuerblume nehmen und bis zum Levelende behalten. Ja. Und jetzt ist das Problem. Wenn man das nicht sofort schafft, nach einer Zeit werden die Schüsse irgendwie asynchron. Und dann wird es immer schwerer. Ja, okay, Mario. Das war... Der Sprung war sensationell. Super, Mario. Bin stolz auf dich. Gott. Okay. Langsam aber sicher wird es bestimmt wieder... Ja, es ist schon asynchron. Normal müssten halt die Dinger gleichzeitig kommen. Aber das Spiel checkt das irgendwie nicht. Jetzt wäre es gut, wenn man das irgendwie resetten könnte. Weil so ist es viel, viel schwieriger. Wahrscheinlich sitze ich jetzt da die ganze Zeit dran. Bin schon fast kurz davor, das Ding neu zu starten. Ja, und da oben scheitere ich gerne. Noch ist es ja möglich, aber ich brauche bei diesem Viech ein bisschen mehr Glück, weil irgendwie kann ich das nicht timen. Gefühlt ist das auch die Kategorie von Leveln, wo ich am meisten fehle irgendwie. Okay, das war knapp. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, die Blume ist schon weg. Na also! Geht doch. So, Checkpoint sozusagen. Weil wenn wir jetzt die Feuerblume verlieren, müssten wir rein theoretisch nicht mehr den Weg nach oben machen. Ja. So kann man eine Feuerblume auch verlieren. Alles klar. Okay. An dem Sprung fail ich irgendwie oft. Das war auch damals schon so. Ich habe irgendwie das Ding eine Stunde gespielt und bin irgendwie nur bis zum ersten Checkpoint gekommen. Deswegen, egal was heute passiert hier, ich werde es hochladen. Selbst wenn ich es nicht schaffe, dann spiele ich es halt in meinem Stream nochmal oder so. Okay, der Sprung war nicht gut genug. Der erste war viel zu hoch und der war zu tief.
Zum Glück können uns jetzt diese Kanonenkugeln egal sein. Als ob. So, wenn wir jetzt sterben. Ja, wir wären jetzt fast gestorben. Feuerblume. Danke. Jetzt springt er erneut zu hoch. Was? Er geht einfach nach oben, hängt sich an die Hanke dran, ohne dass ich es auch eigentlich wollte. Das war jetzt nicht sehr fair. Jetzt werden wir hier wieder Ewigkeiten hängen und ja, der Part wird bestimmt wieder ultra lang. Da muss ich laufen und nicht erst 10 Jahre warten. Ich kann unter den Schwarzen warten, wenn ich unbedingt warten muss. Jetzt lauf schnell durch, gut. Dieses Mal haben wir es schneller geschafft als vorhin. Okay, Feuerblume. Danke. Ja, wo fliegst du denn hin, Mario? So, jetzt ist es schon wieder ein bisschen unmenschlich. Ja, weil jetzt fliege ich ja direkt unter das Viech rein. Okay, jetzt hatte ich Glück dabei. Das hätten wir jetzt, das ging schneller als gedacht. Ja, irgendwie habe ich kein Gefühl für diesen Sprung hier. Ich bin überrascht, dass ich bei dem noch nicht gefällt habe, bei dem Sprung. Ah, da hat jetzt nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt, Leute. Okay. Ein weiteres Mal. Ich hoffe, ich sitze jetzt nicht den ganzen Abend hier dran. Hey, ich hab's geschafft. Unfassbar. Ja, nicht da reinlaufen, sonst verlierst du deine Bombe. Okay. Ah, das war knapp. Bei der will ich auch mehr Anläufe brauchen. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass es das letzte Mal eigentlich nicht mal so schwer war im Vergleich zu den anderen für mich. Ja. Hat funktioniert. Okay, ich springe auf die... Jetzt. Mist. Toll. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg da zurück machen. Ach nee, ich muss jetzt auch da durchlaufen wieder. Boah, wenn mich diese Kugel killt, ganz ehrlich.
Geht doch. So, Leute. Checkpoint, würde ich mal sagen, oder? Ja. Dafür ist die Feuerblume ja wichtig hier. Okay, und nun kommt der Teil, wo ich nicht weitergekommen bin. Okay, hier habe ich mir gedacht, mit einem Trick komme ich da rüber. Jetzt bin ich kurz unverwundbar und kann rüber, okay. Hier weiß ich auch, wie ich es schaffen kann. Mit einem Ducken. Ja, das war nicht gut getimt. Bei dem Teil würde es mich nicht wundern, wenn ich letztendlich scheitern würde. Weil nach da kommt irgendwann ein Bereich, wo ich echt nicht weiterkomme. Und der kommt hier. Ich dachte irgendwie vielleicht laufen, springen und dann ducken. Vielleicht rutsche ich dann durch, dachte ich. Mich wundert echt, dass ich es rübergeschafft habe. Okay, da war ich zu überhastet. Zur Not musst du mir eben mit dem Bereich helfen, Manoli. Im Stream oder so. Ja, wieder nicht gut genug, aber jetzt hat nicht mehr so viel gefehlt. Ja. Pilz ist hier, dann nehmen wir gleich. Mich wundert's, dass wir hier noch nicht den Pilz verloren haben. Ja, so ging's. So ging's. Ich glaube, ich hab's raus. Ich denke, es ist gut, dass ich jetzt sterbe aus Zeitgründen. Weil wenn ich den Bereich kurz vor Zeitende schaffe, dann ist auch blöd. Dann muss ich nämlich nochmal machen. Okay. Das war jetzt mal mit ein bisschen Speed. Da habe ich das Ducken irgendwie komplett vergessen. Naja, eigentlich habe ich es ja nicht vergessen. Ich habe nach unten gedrückt auf meiner Wii Remote. Aber das Spiel hat es nicht wahrgenommen. Ja, ich schiebe wieder mal wie gewöhnlich alles auf Mario Maker. Aber es ist halt nun mal echt so. Da war ich ein bisschen zu, ich glaube spät, oder? Ja. Aber ich glaube, das muss man so machen. Ich wüsste nicht wie sonst, also. Und das war bedeutend zu früh. Wahrscheinlich fail ich jetzt. Schaffe ich das dann? Dann fail ich danach wahrscheinlich. Als ob, ich habe es eigentlich geschafft. Ich habe das Ding nicht mal berührt. Das ist das Problem. Das nervt mich auch manchmal ein bisschen. Ja. Und Donuts sind ja für gewöhnlich noch nie meine Freunde gewesen. An Donuts bleibe ich immer stecken und wenn es ums Hochspringen geht, dann funktioniert es auch nicht. Das war jetzt nicht gut getimt. So. Als ob. Ich schaff's einfach nicht, diesen Punkt. Vielleicht einfach mal so durchlaufen versuchen.
Jetzt hätte es fast funktioniert. Hätte ich den besser getimed. Was war denn das für ein schlechter Sprung? Kann mir das irgendjemand erklären? Das war einfach ein furchtbarer Sprung, Mario. Der war irgendwie, also einer der am schlechtesten getimten überhaupt, seit langem. So. Ich werde ganz ernsthaft da vorhin jetzt fast gestorben. Und irgendwie... Hallo? Kannst du dich nicht ducken? Irgendwie funktionieren meine Knöpfe gerade auch nicht. Okay, bleib halt nicht immer an dem dummen Donut stecken. Es fehlen immer ein paar Millimeter. Immer. Ist halt mal wieder typisch für mich. Oh. Als ob, Mario, du wirst dich doch mal irgendwie so ducken können, dass dich dieses dumme Teil nicht trifft. Diese Stacheln. Versuchen wir es nochmal. Boah, das war knapp. Der Sprung war jetzt... Da, bring dich um. Aus Zeitgründen erneut. Ja. Weil es ja wurscht ist eigentlich. Hallo? Ich habe die Stacheln zuerst gehört. Mario. Sagen wir es mal so, wer ein Level baut, die nur aus diesen Donuts bestehen, der hat mich schon mal... richtig geärgert damit. Mensch! Warum immer so knapp? Mario... Ja, und jetzt will er sich wieder nicht ducken. Meine Güte, Mario. Schon wieder. Jetzt hätte ich fast so in die Stacheln gelaufen. Toll, Mario. Super gemacht. Super, Mario. Jetzt wissen ja auch alle, warum er Super Mario heißt. Warum kann ich das einfach nicht timen? Ich muss so springen, dass ich genau dort lande, wo die Blume ist. Der Sprung war zu flach. Aber er war wenigstens dort, wo die Blume war, also immerhin. Ich schaff das heute nicht mehr. Okay, jetzt hätte ich das bisschen besser gemacht, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber
da hat jetzt schon mal nicht mehr so viel gefehlt. Was? Dieses Ding hat mich niemals berührt. Niemals. Dann versuchen wir es halt nochmal. Dieses Spiel will mich einfach trollen. Oh, das hatten wir ja schon lange nicht mehr, Mario. Super, dass du es so lange nicht mehr gemacht hast. Am Donut stecken bleiben. Bin stolz. Ja, klar. Konnte ja eh nichts mehr werden. Jetzt, Mario, du willst es doch jetzt mal wieder darüber schaffen, oder? Ja, ich habe mich geduckt. Und was macht das Spiel? Es duckt den Mario nicht. Ja, das ist schon wieder der Vollbetrug hier. Ich will meine Disc umtauschen. Da funktioniert irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wie weit es danach noch geht. Vermutlich kommt dann noch ein Bereich oder so. Jetzt wäre ich fast gestorben. Ja, zu nah dran. Jetzt wäre ich durchgekommen, aber dann war das hier im Weg. Ja, genau. Da waren wieder ein paar Millimeter der Unterschied. Mann, das war jetzt wieder dumm. Mario, kannst du damit aufhören oder nicht? Musst du ins Krankenhaus oder was? Ich muss gleich ins Krankenhaus, weil ich den Nervenzusammenbruch mit dir bekomme. Oh, klar, zu früh. Ich will gar nicht wissen, wie lang der Part hier wird. So, wir werden es doch jetzt wohl einmal schaffen können, oder? Hallo? Mensch, die Dinger treffen mich, obwohl ich 5 Meter davon entfernt bin. Das ist doch nicht normal. Das regt mich echt auf hier. Ich bin so blöd. Ach Mensch, Mario. Mensch, was? Ich hab mich geduckt. Ich hab mich geduckt. Thank you.
Als ob. Warum? Ja, genau. Ich bin niemals so weit gelaufen. So, ich mache jetzt noch drei Anläufe, dann muss ich beenden. Sonst wird zum einen der Part zu lang, zweitens setzt mir das sonst zu sehr zu noch. Aber ich muss echt sagen, ich finde das Level echt ganz gut. Perfekt für so ein, ich weiß gar nicht, 150 Level. Was laber ich da? 150 Sterne Special, glaube ich, oder? Warte, schauen wir mal. Ja. Ich gebe schon mal einen Stern. Aber nicht Neustart, bitte nicht. Was zum Teufel war das, Mario? Mensch. Boah, das war knapp. Mensch, Mario, duck dich doch einfach, wenn ich's dir sag. Okay, das wird jetzt der letzte Anlauf sein. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann tut's mir leid. Ich werde mich dann aber nochmal dann versuchen. In einem Stream. Ich bin so dumm. Das zählt jetzt nicht, das zählt nicht. Ich hab vergessen, mich treffen zu lassen. Das ist so Betrug. Ja, Leute, das war's dann auch von Mario Maker User Levels Part Nummer 2. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren für mehr. Und wenn ihr auch ein Level habt, was ich spielen soll, einfach in die Kommentare. Auch wenn es auch dann dort so sein wird, dass ich aus welchem Grund auch immer euer Level nicht schaffe, sei es die Schuld vom Spiel oder sei es meine eigene Dummheit, dann werde ich es auf jeden Fall in einem Livestream erneut probieren. Was war das? Ja, danke fürs Zuschauen und mehr kommt bald. Und noch kurz zum Thema Livestreams. Die Livestreams sind auf einem guten Weg, bald auf diesen Kanal zurückzukommen. Also ich hoffe, ihr freut euch schon mal drauf. Ja, und ich versuche auch mehr User-Level jetzt wöchentlich zu spielen. Danke fürs Zuschauen. Ja, kommt bald. Auf Wiedersehen.